Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Guten Tag, lieber Gerald Hiller von ECM in Offenbach. Schön, dass du dabei bist zu unserem Heat Treat TV, die zweite Ausgabe. Wir haben in der letzten Woche zusammen mit dem Michael Hein unsere Premiere gefeiert und ich glaube, es war ein sehr guter Talk, nicht? Und wir haben viele Themen auch zum Thema Nachhaltigkeit, CO2, als auch dann hin und wieder das Thema Niederdruck, Aufkohlung schon beleuchten können. Heute geht es um die ECM, Gerald, und ECM wird in 5 Jahren 100 Jahre. ECM Ah. 1928 gegründet, ja, kannst du mal Habe sehen. ich noch gar nicht Hier drüber lernst du nachgedacht. noch was. Du lernst hier noch was, in der Tat, nicht, beim Heat Treat TV. Fast 100 Jahre und ECM, ich darf es sagen, mittlerweile der Weltmarktführer, wenn es um modulare Vakuum-Härteanlagen geht. Ich habe bei 1700 Modulen Vakuumkammern aufgehört zu zählen. Du wirst die genaue Zahl wissen, wie viel Vakuummodule einzelne Kammer weltweit installiert sind. Es wird die Größenordnung sein. Und diese Anlagen in der entsprechenden Wärmebehandlungstechnik sind zum Vergüten, zum Niederdruck aufkühlen. Sie sind zum Löten. Sie sind für viele Prozesse, wo eben halt dann das Thema Vakuum eine Rolle spielt. Das wirst du uns in unserem Talk ein bisschen näher bringen heute. Und das finde ich sehr schön, dass wir dich haben gewinnen können. Ja, wenn man aufmerksam in der letzten Woche die News gelesen und gehört hat, ihr habt euch erweitert in Deutschland, sag mal kurz was dazu. Nicht? Ich meine, das Thema After-Sales-Service ist für ein Unternehmen, welches in der Tat solche Produkte herstellt, ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß es selber, wir als IBW und Julia, wir müssen uns auch gleich noch vorstellen. Nicht? Mein Name ist Olaf Erich. Neben mir sitzt mein Sohn Julian. Gerald, dich haben wir vorgestellt, aber ich weiß, wovon ich spreche, weil wir eben halt auch seit vielen Jahren in diesem Markt tätig sind, unter anderem auch als Berater für die ECM. Und da spielt After Sales Service eine ganz entscheidende Rolle. Was ist letzte Woche passiert? Sag uns mal ein bisschen was darüber. Ja, das mache ich natürlich gerne. Erstmal vielen Dank, Olaf und Julian, für die Einladung, dass ich jetzt bei eurer zweiten TV, Live-TV dabei sein darf. Ja, was ist letzte Woche passiert? Wir waren in Arnsberg bei der Firma IUS gewesen und haben feierlich verkündet, mit unseren Kollegen aus Grenoble, dass wir die Firma IUS übernommen haben. Also es war auch der Laurent und die Marlène waren da gewesen und Jean-Louis Dubion, unser Geschäftsführer aus Grenoble und noch andere Kollegen sind extra dafür angereist, um sich den neuen Kollegen direkt vorzustellen, um vielleicht auch so ein bisschen die Angst zu nehmen oder die Sorge, was passiert ja eigentlich? Die Firma IUS ist ja von Stefan Blum gegründet worden und besteht aus 11 Mitarbeitern, die sich auf Service von Vakuumanlagen konzentrieren. Und das ist natürlich auch unser Anliegen. Wir wollen natürlich unseren Footprint hier entsprechend vergrößern, eher in den deutschsprachigen Raum. Das Thema ist natürlich Facharbeiter, Fachkraftmängel. Das betrifft uns natürlich auch. Es ist als kleines Unternehmen, wie wir als GmbH sind, sehr, sehr schwer Facharbeiter zu bekommen. Die sind einfach nicht attraktiv genug. Und so haben wir doch einen sehr guten, sehr interessanten und sehr hochkompetenten Partner bekommen. Ja, die Firma IUS wird ihren Namen auch noch weiterhin behalten und was ist ein kompetenter Partner im Markt? Ja, und es ist natürlich auch ein Ja zum Standort Deutschland. Das muss man auch sagen, nicht? Ihr habt natürlich überall in der Welt entsprechende Niederlassungen mit eigenen Service-Mitarbeitern, nicht? Wir durften, Julian und ich durften im März letzten Jahres in Grenoble zu der großen Vertriebstagung auch erscheinen, nicht? Und wenn man hört, was die Kollegen in China in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf die Beine gestellt haben, was da an Vakuumhärtetechnik installiert worden ist, ja, da wird man natürlich als Mitteleuropäer ganz schön neidisch, das muss man sagen. Aber jetzt mit dieser Übernahme darf man doch sagen, es ist auch ein Blick in die Zukunft, weil man davon ausgeht, dass in Deutschland, aber auch in den angrenzenden Ländern das Thema der Vakuumtechnik eine große Rolle spielen wird. Gerald, das ist ganz fantastisch, da freuen wir uns sehr, wir auch insbesondere, weil wir mit euch ja auch zusammenarbeiten.
Letzte Woche ZF 12.000 Entlassung angekündigt. Ist noch nicht lange her, da hat Bosch gesagt, wir werden uns auch runterfahren, Bosch Conti. Wir reden gar nicht über die großen anderen Unternehmen, die jetzt nicht direkt in unserer Branche tätig sind, BASF Bayer. Da wird einem ja fast schon so ein bisschen bange um den Standort in Deutschland. Jetzt könnte ich sagen, auf der einen Seite, ihr habt schon Ja gesagt mit der Gründung letztendlich einer ECM-Service-Niederlassung. Aber wie schätzt ihr jetzt die nächsten Jahre, sagen wir mal Mitteleuropa, deutschsprachig, für ECM ein, wenn es um das Thema Vakuum-Wärmebehandeln geht? Ja, das ist natürlich momentan sehr schwer vorherzusagen. Wie du gerade gesagt hast, ZF entlässt 12.000 Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite investiert ZF über 500 Millionen Dollar in den USA in Graycord. Ja, das ist natürlich in der jetzigen Situation, sprich Energiekosten, extrem niederschmettern eigentlich für den deutschen Markt. Wir merken das, also dass die Nachfrage gerade aus der aktuellen Automobilindustrie nicht besonders hoch ist. Aber was mich dann halt doch trotzdem positiv stimmt für unsere Zukunft ist, dass wir, also wir als Firma ECM, involviert sind in einigen Zukunftsthemen in der Automobilindustrie, also in der Entwicklung von neuen Technologien und von neuen Prozessen. Ja, und da gucken wir schon sehr optimistisch in die Zukunft. Sehen wir da auch, ich hake da nochmal nach, sehen wir das auch, diese Entwicklung hier in Deutschland ganz konkret? Ich meine, jetzt kann man sagen, schön, der neue Chef des AWT ist unseres Verbands, nicht? Aber AWT, und das ist der Dr. Wallmeier von Bosch, da kann man ja sagen, Bosch, ein Unternehmen, was immer schon Trends gesetzt hat, das Niederdruck aufkohlen in dieser Form, wir hätten es auch, aber es ist natürlich wesentlich durch Bosch seinerzeit, fing in den 70er Jahren, in den 80er wurde es dann marktfähig. Erleben wir das denn, dass wir hier auch gefordert werden als Technologieführer, und da bezeichnet sich ECM ja auch entsprechend, dass wir hier diese Entwicklung vorantreiben können für Deutschland? Ja, wir blicken gar nicht mal so intensiv nur auf die LPC-Technik. Interessant ist, dass wir letztes Jahr mehr Nicht-LPC-Kammern als LPC-Kammern verkauft haben in der Welt. Und das bestätigt eigentlich den Trend, also die Innovation, wo wir reingehen, wo wir also in diese neuen Hochtechnologie-Märkte, dass wir bestehende Prozesse wie Löten, wie sind dann Nitrokarburieren für Bremsscheiben für zum Beispiel, was traditionell in einer Einkammeranlage durchgeführt wird oder in einen Durchlaufofen. Diese Prozesse bringen wir in unsere modulare Vakuumanlage rein. Und das ist genau unsere Strategie. Also wir wollen dort Technologieführer werden und auch bleiben natürlich. Ja, dass wir in diesen neuen Märkte, in diesen neuen Anwendungen reingehen und unser Prozess-Know-how anbieten. Und das sehen wir insbesondere in Deutschland. Also ich merke, um das mal so zu sagen, einige Kollegen in unserem Bereich haben das noch nicht aufgegeben. Einige Firmen haben das noch nicht aufgegeben, dass Entwicklung hier in Deutschland stattfindet und auch die Produktion stattfinden kann. Das ist ein entscheidender Punkt, glaube ich, auch die Entwicklung, nicht? Das muss man sagen. Eben genannten Unternehmen, die haben ihre Forschungszentralen hier in Deutschland, auch die Automobilindustrie natürlich. Und wenn man dann das Modulare, es steht ja im Namen letztendlich drin, diese modulare Vakuumtechnik betrachtet, die dann andere Prozesse, das Löten, ich nehme das Sintern, Pulvermetallurgie, nicht auch die Bezeichnung additive Fertigung, das sind ja alles Dinge, die man in diesen Anlagen machen kann. Also insofern auch dann von den Investitionskosten für eine solche Technik eine sehr wichtige Entwicklung, die man hier in Deutschland treiben kann. Ja, Julia, du hast auch... Hallo auch von meiner Seite. Ich habe einige Fragen, die vielleicht auch für meine Generation ganz interessant sind. Zum einen, wie wird sich der Härterei- und Wärmebehandlungsmarkt auch unter dem Aspekt der Transformation in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
Interessante Frage, ist auch sehr schwer zu beantworten, zukunftsgerichtet. Nehmen wir die Transformation hin zu neuen Technologien, also sprich, wenn wir bei der Automobilindustrie bleiben, elektrisch betriebene Autos, also dort sind wir sehr prominent vertreten. Also in China haben wir 70% Marktanteil bei der Getriebetechnik der neuen BEV-Fahrzeuggeneration. Es ist unser stärkster Einzelmarkt nach wie vor. Aber auch hier, wie ich auch vorher erwähnt habe, wir sind sehr aktiv dabei, in ernsten Gesprächen, in neuen Technologien, neuen Prozessen, die wir hoffentlich bald auch bei unseren Kunden, also sprich bei uns Verbrauchern sehen können. Und dort wollen wir halt die Entwicklung vorantreiben. Zum Thema Nachhaltigkeit ist es insbesondere, dass wir in diesen modularen Anlagen die bestehenden oder die Prozesse sehr energieeffizient durchführen können und mit einem sehr hohen Automationsgrad. Ja, das ist ja in der Tat etwas, was schon seit vielen Jahren eigentlich auch bekannt ist, nicht? Im Übrigen in unseren Seminaren, die wir regelmäßig abhalten, führen wir natürlich auch solche Rechnungen durch, wo wir dann den Vakuumprozess betrachten, den elektrisch beheizten Vakuumprozess. Und da muss man letztendlich, ich will jetzt kein Hochschulprofessor sein, um das zu erkennen. Wenn ich die Möglichkeit habe, Prozesse mit wenig Molekülen durchzuführen im Vakuum, dann mag vielleicht bei Gasen, die unter unseren Prozessbedingungen eben Kohlenstoff bereitstellen. Diese Prozesse laufen dann natürlich unter dem CO2-Footprint deutlich günstiger ab. Und wenn ich an die elektrische Beheizung denke und hier vielleicht dann auch in der Lage bin, nicht in der Erzeugung des Stroms hier auch schon auf regenerative Energiequellen zurückzugreifen, eine ganz fantastische Sache. Julian, hat das deine Frage schon so ein bisschen beantwortet? Aber ich glaube, du hast noch weitere Fragen an den Gerald, nicht? Ja, wir befinden uns mitten im Wandel in der Automobilindustrie im Zeitalter der Nachhaltigkeit. Wie kann dieser Wandel in der Wärmebehandlung gelingen? Ja, das ist natürlich, da haben natürlich die elektrisch beheizten Anlagen natürlich einen sehr, sehr großen Vorteil. Also wir erleben das ja auch im privaten Sektor, dass alles, was elektrisch ist, elektrisch betrieben wird, gefördert wird. Und das betrifft natürlich auch in der Industrie. Also alles, was die Firmen momentan umstellen von gasbeheizten auf elektrisch beheizten Anlagen, wird natürlich auch entsprechend gefördert vom BAFA. Und auch wie auch der Olaf gerade erwähnt hat, das ist halt, wir haben direkt an den Anlagen keine CO2-Emissionen. Es ist natürlich eine Verlagerung, also sprich, wir schieben die Verantwortung der CO2-freien Energieproduktion zum Energielieferanten. Aber so ist das ja auch gewollt, dort den Druck hin zu verlagern, dass dort die Energie entsprechend CO2-neutral produziert werden kann. Zum Thema E-Mobilität, weniger Getriebetechnik als bei Verbrennern. Wie geht ECM damit um? Also wir sind glücklicherweise schon, ich sag mal, vor 8 Jahren haben wir unsere Strategie dort geändert. Und das war auch sehr vorausschauend gewesen vom Laurent Pelissier, nicht nur sich auf die Automobilindustrie zu konzentrieren, weil es war absehbar, dass die Zeiten der 8- oder 10-Gang-Automaten vorbeigeht. Das erleben wir auch mittlerweile, dass es eintritt, die neuen Generationen von Getrieben, die haben natürlich entweder nur ein Untersetzungsgetriebe. Vielleicht wird es mal in Zukunft mal einen Ein- oder Zweigang-Automaten geben. Das warten wir mal ab, wie das ist. Also die Ideen dazu gibt es schon. Ja, aber wir haben unsere Nische gefunden und diese Nische ist auch eigentlich keine Nische mehr, in dem Sinne, die ist klein. Wie vorhin erwähnt, wir haben letztes Jahr mehr Nicht-LPC-Kammern als LPC-Kammern verkauft, weil wir uns frühzeitig anders orientiert haben. Löten von Wärmetauschern, Sintern von verschiedenen Produkten, da möchte ich jetzt auch nicht alles, nicht viel dazu sagen, aber das ist die Zukunft, was wir sehen. Jetzt kommt die Euro 7, sprich Feinstaubemissionen. Dort müssen die Bremsscheibenhersteller etwas unternehmen. Dort sind wir mit unserer FNC-Technik unterwegs. Also wir sehen das absolut optimistisch und positiv in die Zukunft. Ja, wir hatten vorhin auch über die Marktsituation gesprochen in Deutschland. Was müsste sich zur Verbesserung der Marktsituation in Deutschland denn generell ändern? Knackpunkt, gerade bei uns in der
energieintensiven Industrie ist natürlich kostengünstige Energie. Das ist Aufgabe der Regierung, kostengünstige Energie dem Markt, also der Produktion zur Verfügung zu stellen, damit wir hier auch kostengünstig produzieren können, damit wir auch wettbewerbsfähig bleiben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Bürokratie auch ein enormes Thema, was jede Firma eigentlich betrifft, betrifft jetzt alle Bereiche. Und es muss Wettbewerbsfähigkeit auch außerhalb der EU gelten. Also dass, wenn wir Auflagen innerhalb der EU bekommen, CO2-freundlich oder neutral zu produzieren, muss das natürlich auch weltweit gelten. Ja, du bist mit deinen Fragen durch, Gerald. Du hast das schon sehr schön erläutert und man sieht natürlich auch bei einem solchen Produkt wie bei einer Vakuum-Härteanlage, die gesamte Prozesstechnik, sehr beratungsintensiv. Da fängt es schon mal an, da seid ihr schon dabei. Dann geht es um die Fertigungskompetenz dieser Technologie und später dann natürlich auch, wenn es soweit ist, um die Begleitung solcher Beschaffungsprozesse. Du hast das Thema Förderung angesprochen, etc. Ist das so, dass du da auch weiter hilfst oder dass du kommst, du kannst das jetzt kaufen, hier diese Anlage, wir rechnen das Ganze, es gibt Wirtschaftlichkeitsbetrachtung natürlich, bis zum letzten Zahnrad wird runtergerechnet, was das Ganze kostet und unter Umständen auch über ein Produktleben von vielleicht 5 oder 10 Jahren. Aber ich glaube, ihr helft sogar auch, wenn es um solche Förderung geht, nicht? Ja, also wir sind dort sicherlich nicht der Spezialist. Das ist klar, weil die Förderrichtlinien, die ändern sich dann doch ziemlich häufig. Man ist dann schon überrascht, wenn man alle paar Monate mal reinschaut, was sich dort wieder geändert hat. Aber wir sind natürlich in der Beratung sehr gerne tätig. Wir können sagen, wo und wie man die Förderung bekommen kann, aber wir können nicht aktiv in den Prozess mithelfen. Da gibt es Beratungsfirmen, die diese Förderung aktiv begleiten und auch beantragen. Die sind sicherlich der bessere Ansprechpartner, aber wir sind natürlich gerne dort bereit, den einen oder anderen Ansprechpartner dort rauszusuchen und mit denen natürlich auch zusammenzuarbeiten. Gerald, ich höre so einen gewissen Optimismus bei dir auch raus. Das ist bei uns grundsätzlich auch der Fall. Wir als Beratungsunternehmen müssen natürlich auch Optionen aufzeigen, wie eine Zukunft aussieht in Betrieben. Da geht es nicht einfach nur darum, eine Anlage zu beschaffen und wir machen es Lastenheft und wählen die Lieferanten aus, sondern das Ganze muss zukunftsfähig sein. Das ist das große Problem, was wir im Moment haben, dass wir einfach die Zukunft nicht absehen können. Es gibt zu viel, wir reden immer von globalen Veränderungen. Es geht gar nicht mehr so sehr um das Thema Klima. Es sind mittlerweile Kriegsschauplätze in der ganzen Welt, wo Energiepreise bestimmt werden. Es ist auch die lokale Politik. Ich habe jetzt letzte Woche gehört, wir sind nur noch knapp vor Argentinien, OECD, in dem Fall mit 0,3% Zuwachs. Ja. Und die Argentinier, die haben irgendeinen Trick herausgefunden, die werden nächstes Jahr stärker wachsen. Wir sind nächstes Jahr, wenn wir uns nicht am Riemen reißen, sind wir, was die Industrienation anbetrifft, letzte. Also insofern, da darf man schon so ein bisschen ängstlich sein, aber man muss halt in die richtigen Prozesse und die richtigen Produkte entwickeln. Ich höre das aus, da seid ihr auf einem sehr guten Weg, nicht ohnehin. Das zeigt der Markt, das zeigt auch die Präsenz von ECM. Ihr seid auf einem sehr guten Weg, das auch für die Zukunft mit den Unternehmen unserer Branche, der Wärmebehandlungsbranche, anzugehen. Ja, also man darf nie den Optimismus verlieren. Das ist natürlich das A und O. Und auch glücklicherweise, wie erwähnt, wir sind halt sehr breit aufgestellt, dass wir uns nicht nur auf die Niederdruckaufkühlungstechnik konzentriert haben die letzten Jahre, sondern sehr, sehr breit. Wir gehen auch in Richtung Robotik. Wir sind einer, wenn nicht sogar der einzige Anbieter, der mit unserer ECM-Robotik auch als absoluter Turnkey-Anbieter auf dem Markt auftreten kann. Also nicht nur die Anlage selbst, sondern die Automation. Wir können also die Chargiergestelle vollautomatisch bestücken. Wir können jedes Bauteil mit einem QR-Code tracken. Also wir können also wirklich hier eine ganze Palette anbieten, auch als Standalone-Lösung. Also wenn ein Kunde eine bestehende Anlage hat, können wir mit ECM Robotik auch dort eine Automationslösung anbieten. Also man muss sich halt breit aufstellen, man muss offen sein für neue Dinge, für neue Innovationen und dann findet man seinen Weg. Gerhard, und wir sind ganz gespannt,
Wir sind ganz gespannt auf den Juni, und zwar den 24. bis 26. Da sind wir nämlich in Camp Lindford zu unserer Tagung Härtereipraxis. Da wirst du auch als Referent sein und dann wirst du keine Fragen in dem Sinne, wie das heute hier geschieht, beantworten. Du darfst eine halbe Stunde, gerne auch länger, ja, eben halt zu diesen Themen, nicht der Zukunftsfähigkeit im Bereich der Wärmebehandlung referieren. Das ist, glaube ich, auch dein Vortrag, nicht Chancen der Wärmebehandlung in der Zukunft, nicht. Und es gibt natürlich viele Fachbeiträge auch in den Zeitschriften. Da darf ich gerne auch die Prozess Wärme vom Vulkan Verlag erwähnen, die Heat Processing, wo du und wo wir zum Teil ja auch zusammen Fachberichte veröffentlicht haben, die ein bisschen mehr ins Detail gehen, wo man dann wirklich auch die technischen Details, die wirtschaftlichen Dinge, die wir hier heute nicht ansprechen können, nachlesen kann. Ansonsten kann man dich jederzeit auch erreichen, indem man unter ECM googelt Natürlich. oder bei uns auf der Homepage schaut, nicht? Da sind auch Kontakte da und da kann man jederzeit entsprechend noch sich vertiefen. Ja, ich hatte unsere Tagung angekündigt, Gerald. Ihr seid als Sponsor mit dabei. In 14 Tagen haben wir wieder eine Seminarreihe in Düsseldorf. Also für diejenigen, die Interesse haben, dort den Wärmebehandlungsfachmann, das organisieren wir auch zusammen mit den Kollegen vom Vulkan Verlag. Die können sich noch anmelden. Wir haben noch einige Plätze übrig, sind schon sehr gut besucht. Julian, ich glaube, wir haben das, was in einem solchen Interview abzufragen wäre, haben wir abgefragt. Wir Nö. dürfen uns bei dir, Gerald, bedanken. Wir dürfen nach Offenbach in dein Homeoffice grüßen und wir freuen uns, wenn wir dich das nächste Mal Ja. wiedersehen. Der nächste HeatTreeTV wird sein am 5. März. Am 5. März, das werden wir mit dem Thomas Rücker von Eurotherm machen. Und Gerald, du darfst mal raten, zu welchem Thema würden wir mit Eurotherm sprechen. Zu welchem Thema? Einfach so, was fällt dir ein? Künstliche Intelligenz. Es ist künstliche Intelligenz. Ja, überall. Und ich behaupte mal, auch in euren Anlagen ist so viel an künstlicher Intelligenz drin, aber auch an wahrer menschlicher Intelligenz, nicht, dass wir davon auch alle profitieren können. Gerhard, wir verabschieden uns von unseren Zuschauern hier vom HeatTreeTV und wünschen alles Gute und einen schönen Tag. Ja, vielen Dank und ich wünsche auch einen schönen Tag und bis Essen sehen wir uns wieder. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.